Dem Wetter war es geschuldet, dass nur etwa 85.000 Menschen in diesem Jahr das Koblenzer Sommerfest zu Rhein in Flammen besucht haben. Dennoch war der Besucherschwund auf der Koblenzer Rheinpromenade zwischen Weindorf und dem Deutschen Eck kaum zu spüren. Die Veranstalter an der Spitze, die Koblenz-Touristik, präsentierte ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Von Freitag bis Sonntag gab es rund 70 Auftritte auf 8 Bühnen mit 300 Künstlern sowie 90 Gastronomieständen. Das Highlight ganz klar das Großfeuerwerk mit dem größten Schiffskorso von 62 illuminierten Schiffen auf dem Rhein. Das Feuerspektakel stand ganz im Zeichen vom 70-jährigen Jubiläum von Rheinland-Pfalz. Das fast 25-minütige Abschlussfeuerwerk, abgeschossen von der Festung Ehrenbreitstein, sorgte für prächtige Feuerbilder über den Köpfen der Besucher und tauchte den Bereich ums Deutsche Eck in besonderes Licht, wie es nur zu reinen Flammen zu erleben ist.